Schon. Haha, was hast du da gesehen schon? Nee, da bewegt sich schon was hinten, oder? Nee, das ist Gras. Ah, da haben wir eine. Das ist aber Kai, das ist nicht die, was gerufen hat. Wir crawlen mal nochmal. Da vorne laufen sie. Da ist schon eine Bewegung hier. Da ist eine auf alle Fälle, das ist aber Weibchen, so wie es aussieht. Denke ich mir jetzt mal. Jetzt schauen wir mal, was uns die Sichtung sagt. Ja, jetzt ist sie im Gras verschwunden. Da ist ja die große. Da sieht man sie. Ich setze mal ein bisschen vor hier. So. Da läuft sie, die große schwarze, die läuft noch dazwischen drin. Da kommt sie jetzt gleich zum Vorschein. Das ist das Männchen, glaube ich. Ja, das ist es. Und hat schöne Waffen. Was bist du? 1100? Das hat mir mal angezeigt. Jetzt ist er wieder weg. Müssen wir ein bisschen rüber. Das heißt jetzt eher ein bisschen warten. Ich hoffe nur, dass das Männchen zuerst kommt. Weil ich hätte schieß lieber auf das Männchen. Da ist es wieder. Spitzt jetzt wieder vor. Da kommt's. Wow. So, was hat das? Was zeigt's an? Bis 1170, wenn wir Glück haben, schaffen wir 1000er. Ich soll jetzt ruhig noch ein bisschen näher kommen. Denn die möchte ich mit einem Schuss haben. Nochmal ein bisschen rüber und gleich Waffe in die Hand nehmen. Ich hoffe, die kommt da unten raus. Wenn sie jetzt dann hier rauskommt, dann werde ich sie schießen. Na, komm. Geruchsreduzierer passt noch. Da kommt sie raus. Da ist sie. Oh ja, die schaut schon schön aus. Ah! Scheiße, nicht richtig erwischt. Ah, da hat sie sich hingelegt. Nein, da drüben rennt es noch. Alter, shit. Eieiei. Das waren Schüsse in den Ofen. Ah, Johnny. Was hast du denn schon wieder gemacht? Warum kannst du nicht warten? Ah, ich hoffe nur, dass ich sie richtig gut erwischt habe, aber das war, glaube ich, bloß ein blöder Streifer. Und das war's dann. Da, wo ist er jetzt? Da ist er. Körpertreffer. Ja, das war mir so klar. Mensch, Johnny hat wieder voll. Eieieiei. Jedes Mal das gleiche mit mir. Ja, aber da ich bin jedes Mal immer noch aufgeregt. Ich muss jedes Mal immer noch. Ich muss einfach. Ja. Hört sich scheiße an, aber ich muss einfach. Vielleicht haben wir Glück und wir haben sie noch mit getroffen, aber ich glaube weniger. Die sind jetzt hier, glaube ich, irgendwo raus. Mal gucken. Müssen wir natürlich auch aufpassen. So, wo sind die jetzt hin? Doch nicht hier ab ins Wasser. Wo sind die jetzt ab? Runter. Irgendwo sind sie runter. Ich habe sie nämlich hier laufen sehen. Ne, jetzt müssen wir nochmal zurück zur letzten Spur.
Ah, da haben wir sie. Da haben wir sie. Ja, das ist die Flüchtende. Da ist die nächste. Ah, da oben. Da oben, da liegt, da ist was. Aber ich glaube, das ist eine andere. Die schießen wir aber auch kleiner. Das ist ein Weibchen. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn getroffen habe, aber es folgt mir erstmal der anderen. Der getroffenen Schaufel haben wir Glück und die liegt hier schon irgendwo. So, da müssen wir nachher wieder zurück. Die scheint gut getroffen zu sein. Ja, die scheint wirklich gut getroffen zu sein. Dann werden wir jetzt die gleich mal holen. Die wird da oben irgendwo rumliegen. Da liegt die, das Weibchen. Dann haben wir dich schon mal. So. Und dann holen wir jetzt noch das Männchen. Dann müssen wir jetzt nochmal runter. Dann wir zu der letzten Spur hin. Die muss jetzt hier sein, genau da ist sie. So, und jetzt wollen wir von hier aus gucken, wo die hin sein könnte. Es wird eh der letzte zum Einsammeln und dann sind wir bei der Sitzung fertig und dann schauen wir mal, was wir in den letzten 3-4 Teilen zusammen bekommen haben für die Spende. So, was haben wir hier? Da haben wir wieder eine. Das ist natürlich die Frage. Flüchtend, okay, die geht da hoch. Da geht sie weiter. Wird mal angezeigt. Das sind andere Spuren. Die wollen wir nicht. Wir wollen die Sau haben. Da ist er. Oh, da hinten geht es gleich weiter. Ich glaube, jetzt ist es, liegt sie nicht mehr weit. Ist es nicht mehr weit. Ach, da liegt sie schon. Da bin ich ja jetzt gespannt. Ob wir eine Tausender haben? Nein! 8,46er mit 43,5 CSS. 184,6 Kilo aus 48,4 Meter Körper. Schädel. So. Ja, das ist natürlich schon etwas. So, aber wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Da schauen wir natürlich noch ein bisschen. Vielleicht haben wir Glück und wir schießen irgendwo was. Schauen wir mal darüber. Wenn wir nämlich schon hier sind, dann möchte ich mal da runter schauen, noch zum Wasser. Gibt nämlich oft Tursche. Und wenn wir Glück haben, vielleicht noch irgendwo einen Hasen. Wobei das Hasen ja eher Glückssache ist. Aha, da haben wir aber auch eine flüchtende Sau. Auch noch eine männliche. Ja, würde ich mal sagen, schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück.
oben geht's weiter. Dann kräumen wir doch mal, oder? Nach einer Sau. Also ein paar Minuten haben wir noch. Also es kann halt passieren, dass von den Sitzungen, wo ich mache, ich nehme mir da dann immer ein, zwei Stunden am Stück auf, jetzt mache ich gerade eine Stunde, dann kann natürlich sein, dass der letzte Teil keine 15 Minuten hat, sondern entweder ein bisschen weniger oder, wenn ihr Glück habt, 2-3 Minuten mehr. Weil wegen 2-3 Minuten mache ich dann kein eigenes Video, ist ja logisch. So, Mandy, jetzt rennt er da lang. Jetzt gucken wir doch mal darüber, vielleicht sehen wir da irgendwo den Keiler. Nee, sieht nicht so aus. Könnt mir in die Kommentare schreiben, welches Gebiet ihr mal wollt oder welches Tier. So, beim nächsten Mal werde ich vielleicht eventuell Hirschfeld mal wieder nehmen, mal wieder schöne Hirsche und Gänse schießen. Obwohl, Enten müsst ihr auch mal schießen. Ich habe noch nicht viele Enten. Ich glaube, ich habe erst 1 oder 2 Enten geschossen. Sollt ihr auch mal aktiver machen. Okay. Es ist Weibchen. Kommt, den nehmen wir noch mit. Müsste da drüben irgendwo sein. Dann machen wir nochmal schnell Geruchsreduzierer drauf. Da habe ich ja genug. Außerdem habe ich ja jede Menge GMs noch. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal dahin. Jetzt schauen wir mal, ob wir da was sehen. Müsste von hier irgendwo kommen. Aber ich sehe jetzt noch nichts. Drücken wir mal ein bisschen das Fernglas. Sehe ich nicht. Naja, ich würde sagen, brechen wir langsam ab. Genau, brechen wir langsam ab. Schauen wir mal, was haben wir denn? Wir haben insgesamt 14,5 CSS. Das heißt, es sind normal 14,5 Cent, aber da ja 14,5 nicht geht, machen wir 15 Cent für diese Sitzung. Gut, ja. Wir sehen uns dann auf alle Fälle beim nächsten Mal. Ich schmeiße jetzt gleich mal die 15 Cent hier rein. So. Gut. Wir sehen uns dann auf alle Fälle wieder beim nächsten Mal. Und erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.